So, der Carsten aus Oldenburg. Bremen. Bremen. Aus Bremen wollte er noch was sagen. Bitte schön, Carsten. Jo. Ich wollte nur mal kurz vorstellen, da einige hier immer sagen, wir sollten dem System unsere Kraft entziehen. Deswegen wollte ich mal eins, was sich oben im Nordwesten, also unsere Nordwest-Orga quasi langsam zusammengetan hat. Wir wollen ein Autarkie-Projekt starten. Autarkie-Projekte gibt es schon seit Ewigkeiten. Das bedeutet quasi, man lebt für sich selber, man versorgt sich selber, man baut selber seine Lebensmittel an. Und was jetzt für einige vielleicht sich so anhört, von wegen zurück in die Steinzeit, muss es gar nicht sein. Denn wir haben zum Beispiel Leute, die dort uns quasi Biomeiler hinstellen, womit zum Beispiel das warme Wasser geklärt werden könnte. Biomeiler, mit denen Strom hergestellt werden kann und alles mögliche andere. Also wir brauchen nicht mehr in dieser Welt, die wir jetzt haben, mit Arbeit und sonstigem Kram leben. Es gibt immer Möglichkeiten, quasi aus diesem System auszusteigen und dieses System quasi komplett seine Kraft zu entziehen. Es haben auch schon einige den Weg quasi noch nicht ganz genommen, aber zum Beispiel für mich steht fest, Weihnachten 2015 werde ich nicht mehr in Bremen wohnen, ich werde Weihnachten 2015 irgendwo anders wohnen, aber mit Sicherheit nicht mehr in diesem System. Ich werde mein Essen selber anbauen und ich werde einfach quasi, und das, obwohl ich kein Landwirt bin, sondern einfach nur Elektriker, aber trotzdem, ich werde es per Permakultur oder sonstigen Kram machen, weil es halt die Kräfte gibt. Und wenn ihr quasi... Also ich kenne die Website jetzt gerade nicht auswendig, es tut mir leid, aber ihr kennt mit Sicherheit alle Mother Revolution. Über Mother Revolution gibt es permaprojekt.tk, okay. Könnt ihr euch gerne alle mal informieren und naja, mal gucken, ob es vielleicht was für uns ist. Wir haben so viele Stellen jetzt auch schon hier in Niedersachsen, einen Bauern, der quasi seinen Hof zur Verfügung stellt. Prinz Chaos, der sein Schloss zur Verfügung stellt und alles Mögliche. Also es gibt so viele Projekte, die Leute warten nur darauf, eine eigene kleine Kultur aufzubauen, oder eigene kleine Gemeinschaft aufzubauen. Und das ist halt quasi komplett außerhalb des Systems. Vielen Dank. Ja, danke Carsten.